Dampfer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Dampfer Support. Ja, es ist schon ein bisschen länger her seit der letzten Ausgabe. Ich glaube, 3 Monate waren es, glaube ich. Und ich bin des Öfteren schon angeschrieben worden. Ja, was ist denn los? Machst du weiter? Machst du nicht weiter? Wann kommt ein neues Video? Und ich bin deswegen so ein bisschen in Erklärungszwang. Also, es geht natürlich weiter. Aber ich habe den Sommer so ein bisschen genossen, um mehr mit meiner Familie die Freizeit zu verbringen. Viele von euch wissen es, einige wissen es nicht. Ich bin Kraftfahrer im Fernverkehr vom Beruf und habe deswegen relativ wenig Freizeit. Im Grunde nur am Wochenende. Und da habe ich natürlich auch nicht die Zeit, mich da jedes Mal vom Rechner zu setzen und Videos zu drehen, weil die Familie, die will ja auch ein bisschen was von einem haben. Des Weiteren habe ich viele Geräte getestet und auch Liquids. Aber da ich komplett unabhängig bin, mache ich eigentlich nur Videos von Geräten, die mich wirklich überzeugt haben. So, es hat sich auch einiges verändert. Seht euch mal um, ihr seht mich jetzt viel besser. Ja, ich habe ein bisschen investiert und zwar habe ich eine neue Cam. Weil mit der ich die letzten Reviews gemacht habe, die hatte ein Problem mit dem Fokus. Jedes Mal, wenn ich jetzt näher rangegangen bin, habt ihr mich zwar gesehen, aber das Gerät nicht. Das ist natürlich nicht so im Sinne des Erfinders. Des Weiteren habe ich für Detailaufnahmen mir so ein schönes Tischstativ gegönnt. Dann seht ihr das nicht mehr von der Seite, sondern direkt von vorne. So. Was kommt jetzt in nächster Zeit? Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, aufgrund der letzten Ereignisse in der Community, ob ich überhaupt weitermache. Viele von euch haben das ja mitgekriegt mit der Petition, mit der E-Zigarette. Dann ist jetzt der Hype um die Klone ja ganz groß, etc. Aber natürlich geht es weiter. So, ich habe jetzt mir mal überlegt, wie es im Endeffekt weitergehen soll. Ich habe mir hier mal ein paar Geräte zurechtgelegt, um euch einen kleinen Ausblick zu geben, was da jetzt kommt. Und zwar werde ich in allererster Linie den Kanal auf die Dampfer Neulinge ausrichten. Da werden auch Serien kommen wie Selbstwickler, alles rund um Geräte, was ihr dafür braucht, ums Wickeln etc. Alles roundabout Selbstwickler. Dann wollte ich eine Serie machen über das Liquid Mischen, weil da hat ist der Hintergrund mein lieber Bruder. In diesem Sinne, schöne Grüße meine Osnabrück. Der ist Dampferneuling, hat auch den Umstieg geschafft, wo ich auch sehr stolz drauf bin und fängt jetzt an mit dem selber Mischen etc. Und da wollte ich den Anlass nutzen und allen Neulingen mal so eine kleine Starthilfe geben. So, ein kleiner Ausblick auf das, was als nächstes folgt. Es wird ein paar Reviews geben über Selbstwickler, die mich also im Alltag überzeugt haben und von denen ich also wirklich überrascht bin. Das eine ist der Cruiser One und zwar in der Special Edition 2013. Kann man hier wunderbar sehen. Das ist ein Tank-Selbstwickler mit 5 Milliliter Inhalt. Dann als besonderes Leckerli, das ist also wirklich meine Sofadampfer geworden, ist der Typhoon GT. Das ist ein Selbstwickler, den ihr in verschiedenen Varianten dampfen könnt. Das zeige ich dann. Und ich habe noch zuletzt getesteten Verdampfer für Umsteiger. Da komme ich aber im nächsten Review drauf. Es wird noch einiges geboten. Schaut mal ab und an hier rein. Und dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Es gibt auch eine Facebook-Seite jetzt über den Kanal. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Auch da halte ich euch über alles am Laufenden, was so rund um den Kanal und rund um das Thema Dampfen Neues gibt.
Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal beim Dampfer Support. Euer Dampftracker. Keep waving.